ich bitte um einen Riesenapplaus für Michael Königstein. Mikroständer, das alte Problem. Was habe ich jetzt aufgemacht? Nix. Scheiße. Wir vergessen das mal ganz schnell. Ich habe nicht so viel Zeit, deshalb nur das. Das hier ist ein Herbsttext. Grün. Verblasst die Farbe meiner Hoffnung aus der Parkanlage am alten Marktplatz, wo ich wieder wie vor Jahren stand und an ihren Lippen hing. Einst mein Stolz. Und an mein nur der Nachklang leiser Worte, die anhand von weit und breit verteilten Weisheiten meinten, zu verstehen, um was es geht. Dass man die Welt anstoßen muss, damit sie sich doch dreht. Ich fiel bodenlos vom Wolkenthron, als Marie plötzlich dastand. Und ich staunte. Denn wo ihre Haut blank hervorblitzte, da war sie braun gebrannt. Vom tariflichen Sonnenstundenlohn spanischer Gewerkschaften. Dort zog sie sicher her, Scharen von Herrschaften hinter sich her, denn sie kann selbst Heerearten Herzen stehen. Und vor Sorge, mich wieder herzugeben, versteckte ich mich vorsorglich hinter 12 hervorragenden Monaten, die so hell schienen, dass sie uns letzten Endes beide blendeten. Obwohl in Wahrheit jeder Zeiger auf Stillstand stand. Die Körner der Sanduhr im Strudel verschwanden und die Welt sich nur um ihre eigene Achse drehte. Aber sie sprach von Sandstränden und weißverputzten Kalkwänden in intakten Altstädten. Von überdachten Ständen, die Schatten und Halt spenden, wenn die Nächte nicht kalt werden. War ein glutgewordenes Lampenmeer, das sich anhand tanzender Welte wärmer wärmte, als es jeder Tag versprechen mag. Denn sie, wo Schweißperlen sich heiß entfernten von Hemdsärmeln weiß gefärbter Leinenhemden, da floss Cerveza Wege lang, die vorher nie geebnet waren, in die Corazon. So Blut wie Sangria durch meine Venen, Impuls der Herzschlagrhythmen, derer, die sich vor dem Werktag flüchten. Und ja, vielleicht hing mein Stolz zu oft am Holztresen fraglicher Barsprüche. Vielleicht waren ein paar schmerzhafte Küsse dabei. Aber so ist das eben im Leben. Man muss auch mit dem Falschen im Richtigen leben. Denn weil mein Regenjacken-Lebensplan, der mich vor Niederschlag trocken halten sollte, eben da aus allen Nähten platzte, stand ich klatschnass da. Aber das, was mir hier Angst machte, wurde mir dort klar, war nur Wasser. Und wenn man sich in ihm treiben lässt, dann weist es einem schon den Weg. Während sie so sprach, da sah ich Zugvögel vorbeifliegen, die Rasten hassten. Und immer dann weiterziehen, wenn's ihnen zu bunt wird. Hörte Blattwerk fallen, das sich vom Wind geküsst verfärbt, denn zieht man ihm die Chlorophyll-Fülladern, verziert es in formvollfüllten Acrylfarben die stillen Pfade, die sich um den Marktplatz schlagen. Schmeckte das Salz der Meeresluft und aus der Ferne und roch den herben Duft, Herbstgeruch. Der faselte von Veränderung. Und weil es dir sagen wollte, wenn du wiederkommst, musst du es niederschreiben. Nachdem du weg warst, habe ich mich lange gefragt, was ich falsch gemacht habe. Wieso du das große Leben lebst und ich nur auf Couchkissen saß. Welchen Moment du ins Fotoalbum klebst und welche Stadt du gerade zu Hause nennst. Ob du manchmal noch hier und da an mich denkst. All die Fragen lagen monatelang ausgebreitet auf meinem Schreibtisch wie Stadtkarten. Aber jetzt habe ich nur noch einen. Wenn du weg bist,
um dich zu finden. Wieso hast du nicht bei dir selbst angefangen?